Ihr Kleinwagen Routinier VW Polo. Die Neuauflage kommt mit einem 1-Liter Turbo Dreizylinder und 95 PS. 17.200 Euro sind für den Wolfsburger fällig. Hat auch die sechste Generation das Zeug zum Bestseller? In den 90ern und auch in den 80er Jahren war es ein relativ teures Auto mit ein bisschen kärglicher Ausstattung. Das hat sich brutal geändert. Vor allem, wenn man sich das mal anschaut, wie groß der inzwischen ist. Stolze 4 Meter und 5 Zentimeter misst der Polo. Das Format eines Golf 3. Eins ist klar, hier steht definitiv kein Verzichtsauto. Schnörkellos und sachlich gezeichnet. Einfach erwachsen. Im Innenraum sorgen Elemente in Wagenfarbe für einen Hauch Emotion. Die Highline-Ausstattung hat es in sich. Vor allem, der ist ja auch innen im Interieur. Das ist echt lecker gemacht. Hier sind geschäumte Kunststoffe über dem Armaturenbrett. Ich habe hier nochmal farblich was abgesetzt. Ich habe hier nochmal weiche Kunststoffe. Wir reden hier nochmal von der Kleinwagenklasse. Und VW schafft es nicht, in jeder Klasse so eine gute Qualität zu produzieren. Ein Seitenhieb auf den deutlich teureren T-Roc. Beim Polo stimmt dagegen die Qualität. Hier lässt es sich aushalten, auch auf langen Strecken. Fahrwerk macht es richtig gut, bügelt die Straße schön glatt, aber ohne, dass das Ganze zu kuschelig ist. Sondern man hat immer noch das Gefühl, ich weiß, wo ich auf der Straße stehe. Die Lenkung ist top abgestimmt. Genau der Mittelweg getroffen zwischen Leichtgängigkeit, um auch eine gewisse Agilität zu produzieren, aber auch trotzdem einen Griff zu haben. Ich brauche ja eine gewisse Gegenkraft, damit ich sauber lenken kann. Das Erfolgsrezept scheint klar. Der Polo macht vieles richtig, auch beim Dreizylinder. 175 Newtonmeter müssen reichen. Also ich war ein bisschen überrascht, als ich in die technischen Daten reingeguckt habe und festgestellt habe, Mensch, das Auto hat ja erst ab 2000 Umdrehungen, wenn volles Drehmoment. Das ist relativ hoch für moderne Motorverhältnisse. Deswegen ärgern wir ein bisschen. Wir gehen so auf 1800 Umdrehungen, vierter Gang. Und jetzt gehen wir mal auf den Stempel. Ah, das macht er trotzdem gut. Also die 2000 sind eher pessimistisch betrachtet, weil auch jetzt bei so 800, 900 Umdrehungen kommt er dann schon ein bisschen aus dem Puschen. Was mir echt fehlt bei dem Auto, das ist ein sechster Gang. Den hat VW nicht eingeplant. Kostet Geld, kostet Gewicht und bringt Festhalten auf den üblichen Prüfständen nichts, wenn der Verbrauch ermittelt wird. Aber in der Praxis bringt er halt was. Ohne Spargang genehmigt sich der VW 6,2 Liter im AMS-Test. Das könnte noch besser gehen. Das Infotainment-System hat einen großen Bildschirm, sieht lecker aus, muss natürlich extra bezahlt werden. Aber es ist auch vernünftig zu bedienen, wenn es mir auch als Touchscreen-System einen Ticken zu hoch hängt. Und ich mag es ganz gerne, wenn ich die Hand hier auf den Schaltknüppel drauflegen kann und es dann bedienen kann. Kühl und emotionslos sammelt der Polo seine Punkte auf der Landstraße. Jetzt will der Wolfsburger auf der Teststrecke punkten. Ah, ist er aus. Wunderbar. Erster Gang, bisschen Schlupf suchen und lass den Dreizimmer. Ja, sehr gut. Schiebt gut los. Hält doch ganz ordentlich am Gas. Und wir sind gurgelnd bei 100 km/h. 11,2 Sekunden bis Tempo 100. Gemächlich, aber in der Kleinwagenklasse standesgemäß. Mit 215er Michelin Primacy 3 Bereifung tritt der Polo zum Bremstest an. Das ist eine amtliche Verzögerung fürs Kleinwagensegment. Nach nur 35,1 Metern steht der Polo. Ein echter Topwert. Und jetzt Polo in der Pylonengasse. Okay, und ab geht's im Slalom. Schauen wir mal. Ja, sehr schön. Absolut tolle Lenkung, sehr stabil. Das ESP greift quasi gar nicht ein, macht das sehr harmonisch, richtig gut und gottverdammt schnell. 67,1 km/h. Im Slalom hat der Wolfsburger ein flottes Tempo drauf. Den Polo würde ich mir kaufen, weil er ein sehr guter Kleinwagen geworden ist, mit überraschend viel Platz.
Und ich würde ihn mir nicht kaufen, weil mir der sechste Gang fehlt und weil er mir ganz persönlich ein bisschen zu unemotional ist. Der neue Polo ist ja jetzt richtig groß geworden, hat einen deutlich längeren Radstand, steht auf einer deutlich breiteren Spur. Ist das für euch zu viel oder sagt ihr, ach komm, in der Kleinwagenklasse können die Autos auch noch wachsen? Schreibt es runter.